Hey YouTube, wir sind's, Lat und Lot. Es geht weiter mit Outlast, mit dieser kranken Scheiße. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen abgegeben, haben uns dreimal abstechen lassen von dem Doktor. Lat hat es endlich geschafft, sich in den zweiten Raum da zu verstecken. Jetzt sind wir irgendwie auf der Suche nach so einem dreckigen Schlüssel. Wir müssen einen Schlüssel finden, um irgendwie durch die eine Tür zu kommen, wo wir schon wieder vergessen haben, wo die ist. Ja, richtig. Ich glaube, ich höre den Doktor schon wieder hier irgendwo rumrennen oder sowas. Du hast Paras, Alter. Such da jetzt erstmal alles ab, weil den Raum gibt's nochmal. Damit wir genau wissen, wo wir hin müssen. Wir könnten ein paar Batterien, glaube ich, hier brauchen. So, hier auf den Toiletten waren wir ja in der letzten Folge. Wir machen doch mal die Scheißkamera aus. Ja, habe ich doch, Kerl. Wir haben übrigens den Monitor auf Nachtmodus umgestellt, weil Lat meint, dann sehen wir, da können wir besser gucken. Ich halte das für ein Gerücht, weil da, wo es dunkel ist, ist dunkel. Ja, gut, aber so ein bisschen werden wir hoffentlich dann schon ein bisschen mehr sehen. Boah, diese kranke Musik einfach. Ah, jetzt kommen wir hier in den anderen Raum rein, ja, ne? Und wenn wir aus der Tür rausgehen, glaube ich, da hinten, dann geht es nämlich rechts weiter, meine ich. Ja, Hauptsache, der Doktor rennt jetzt hier nicht irgendwo rum. Kranke Scheiße, Alter. Was macht der denn mit den Leuten hier, ey? Vor allem, guck mal, wie die hier liegen. Völlig kaputt geschnitten. So, nein, schrei nicht so. Versteck dich. Nochmal Toiletten. Boom. Ja, das ist immer so eine Sache. Jetzt weiß ich nicht, ob der da reinkommt oder nicht. Die mich ja unter dem Bett versteckt. Ja, aber wir müssen ja alles absuchen hier. Gucken, ob hier ja, aber irgendwo wenn was er ist. Ja so geschrien hat, dann kommt der Doktor jetzt bestimmt. Ich hoffe nicht. Alter, ist das krank. Die Tür ist offen, der ist gekommen. Ja, aber wo ist er? Ich weiß es nicht. Hey, nobody likes a quitter. Oh, er knallt die aber auch ja, immer zu, der Idiot. Ich kann die aber nicht langsam. Ich weiß. Ich habe noch nicht von dir gesprochen. Wir verstecken uns jetzt hier einfach für den Rest der Folge. Genau, warten jetzt noch 13,5 Minuten und dann ist die Folge zu Ende. Okay, also der Psychodoc rennt irgendwo hier rum. Ja, Linz da mal um die Ecke. Ja, voll mit seinem abgehackten Finger, ne? Ist aber auch nirgendwo was. So, jetzt müssen wir da raus und dann wieder sofort rechts, glaube ich. Ja, du bist lustig. Ja, aber dann sind wir wieder hier. Du bist von so schnell gerannt. So, ja, genau. Hier war das eine Versteck und da war die Tür, die wir aufgemacht haben. Muss ja da hinten noch was geben, oder nicht? Du meinst, wir müssen dahin. Ich habe keine Ahnung. Ne, hier sind wir gewesen schon mit der Batterie. Wir müssen da geradeaus, da muss ich irgendwo weitergehen. Oh. Vor allem mit seinem abgehackten Finger, das ist so krank. Ja, da waren wir gerade. Geh mal rechts den Flur runter. Guck mal links jetzt. So, da waren wir. Geh weg, da ist er, geh weg. Ja, aber wohin? Da gerade irgendwas geglänzt. Also die Tür, die ist zu. Zack, zu die holle Luke, weiter geht's hier. Boah. Ja, jetzt lauf, ich würde dich verstecken, los. Ja, aber wo? Ja, in so einem Spind. Hier sind nur Toiletten. Der Doktor wird gleich kommen, Alter.
Weil er geschrien hat, garantiert. Ja, dann lauschen wir einfach mal, ob wir den Psychodoc schon irgendwo hier hören. Vor allem das Knallen immer, was ist das? Ich weiß es nicht. Jo, kommt er. Da hört man seine Schritte. Gut, dass wir uns nicht auf der Toilette versteckt haben. Oder macht er jetzt erstmal sein kleines Geschäftchen? Ich habe keine Ahnung, was er da macht. Boah, mit seiner Schere. Ja, wo ist er? Er labert irgendwas. Ich gehe hier nicht aus. Los, raus da, stell dich so an wie Mädchen. Okay, also er hat sich auch wieder, unser Typ hat sich auch wieder beruhigt. Von der Atmung her. Ich denke mal, dass das in irgendeiner Art und Weise vielleicht ein bisschen mit zusammenhängt. Hold up there, buddy. Oh, Alter, er hackt dabei rein, Alter. Nein, 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 nein. Oh. Boah, alter Psycho! Lass uns doch in Ruhe, ey! Was will der denn von uns? Wie ich mit der Steuerung wieder gar nicht mehr klarkomme. Ich glaube, ich hätte vorhin da, wo der gestanden hat, irgendwo was blinken sehen, glitzern sehen. Da hinten. Da glitzert doch was. Ah, das ist eine Lampe, ne? Ja, glaube schon. Na komm ran hier, du ekelhafter Psycho-Doc, ey. Deine Mutter, du Stinkfresser, Alter. War die zu? Ja. Lauf, 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 lauf. Er bleibt aber ständig überlegen. Also da war auch noch eine Tür. Da hinten links nicht weiter, ne? Oh. Nein! Ah! Ah, jetzt sind wir hier wieder im Raum. Und das Bett. Boah, kranke Scheiße. Aber wo zur Hölle ist der Schlüssel? Was für ein Wichser. Kranke Scheiße, ganz ehrlich. Ach du Scheiße, jetzt guckt er hier auch noch unter die Betten. Ich hoffe jetzt nicht, dass er hier auch noch hinkommt. Bleib mal ruhig sitzen da. Hey, nobody likes a quitter. Okay, er geht wieder. So. Ach, das sind wahrscheinlich nur die Leute hier. Die hier die komischen Geräusche alles machen. Ja, wo zur Hölle ist diese verkackte Schlüsselkarte, ganz ehrlich? Ich glaube, wir sollten auf den Toiletten noch mal gucken. Das liegt bestimmt auf den Toiletten. Meinst du? Ja. Alles klar, komm, dann checken wir die Toiletten noch mal ab. Vielleicht haben wir hier irgendwo was übersehen. Stellt sich nur die Frage, wo. Okay, also hier haben wir anscheinend nichts. Vielleicht kann das, vielleicht ist das auch in diesem großen Raum, wo wir vorhin drin waren. Vielleicht, dass man da irgendwo noch einen Spind aufmachen kann oder sowas. Ich denke mal, irgendwo auf dem Klo liegt das. Auf dem einen großen Klo, wo wir vorhin weggelaufen sind, glaube ich, liegt hier. Ich glaube, ich irgendwo was Blinkendes gesehen. Ja, dann gucken wir doch einfach mal. Erstmal jetzt wieder einen Weg finden.
Bis dahin, mal schauen. Boah, ich bin so angespannt, ganz ehrlich. Boah, es war sowas von klar, ey. Ausgerechnet dann kommt der. Und wie der Typ am Schreien ist. Jetzt rennen wir hier hinten einfach raus. Und überrunden den jetzt hier. Hoffe ich zumindest. Und wie der die Tür kaputt geschlagen hat. Der Freak. So, zack. Butze zu. Jetzt gucken wir hier mal. So, da drin können wir uns verstecken. Ist aber auch übel, wenn man in so einem großen Areal was finden muss. Okay, hier ist nur eine Dusche. Okay, wir haben auf jeden Fall die Tür zugemacht. Das heißt, wir hören ihn normalerweise, wenn er die Tür aufmacht, um reinzukommen. Okay, er ist hier irgendwo. Verstecken wir uns nochmal. Ja. Und checken gleich den Rest hier auf den Toiletten ab. Von wie man immer die Schere von dem Freak hören kann. Er ist schon abartig, der Pisser. Dass man sich aber auch nicht wehren kann, ist räudig, ey. Ja, einfach mal gar nicht, ne? Ja. Irgendwie, ich würde ihm doch irgendwie mit dem Camcorder die Fratze kaputt schlagen oder sowas. Ihm in den Hals beißen. Ja, oder so. Hey, nobody likes deine Mutter, Alter. Okay, ich glaube, er ist weg. Da geht er. Es darf doch nicht wahr sein, ey, ganz ehrlich. Jetzt wieder verstecken, da werde ich gleich wieder den ganzen Weg dahin laufen. Und wie schnell der alte Psycho ist, ey. Echt räudig, ne? Der nervt mich so langsam schon. Boah, jetzt sind wir wieder in unserem Spinnfest hier. Vor allem, wann soll man denn wissen, dass er nicht mehr in der Reichweite ist? Dass er irgendwann einfach mal weg ist? Keine Ahnung. Boah, das ist schon echt hart hier. Soll ich jetzt rausgehen oder nicht? Wage ich es oder nicht? Nee, ich hab da gerade was gehört. Vor allem, dass er immer in unserer Nähe ist. Als wenn er uns riechen könnte. Komm, ich geh jetzt einfach raus hier. Checken mal die Toilette. Boah, die Toilette hier immer noch ab. Ja, da muss irgendwo noch, ich habe da jetzt mal nachgelesen, da muss irgendwo noch ein Lüftungsschacht sein, wo man rein kann. Ein Lüftungsschacht? Ja. Das geht ja nicht anders, müssen wir mal nachlesen hier. Da haben wir denn irgendwo was übersehen? Anscheinend schon, ne? Exit-Tür. Jetzt heißt es wieder mal Fersengeld geben. Biegt hinter der Doppeltür nach links ab, saust an dem Pflegefall im Bett vorbei
anschließend nach rechts um die Ecke und sprintet dann direkt geradeaus aufs Bett und von dort aus in den Lüftungsschacht hinauf. Denn um den Aufzug auf der rechten Seite benutzen zu können, müsst ihr zuerst den Aufzugsschlüssel finden. Auf der anderen Seite des Lüftungsschachts angelangt, schiebt ihr gleich als erstes den Schrank links von euch zur Seite, um schon einmal die Tür zurück zum Aufzugsraum freizulegen. Denn wenn ihr gleich wieder verfolgt werdet, wird euch vermutlich die Zeit dafür fehlen. Betretet anschließend den langen Korridor rechts von euch und dessen Ende nun ein weiterer Schrank zur Seite geschoben werden muss. Das ist der zweite, den wir weggeschoben haben. Okay. Um weiter zu gelangen. Nur dummerweise platzt euch wieder der fiese Doktor dazwischen. Also lenkt am besten seine Aufmerksamkeit auf euch, lockt ihn nach links in den ersten Krankensaal und rennt weiter zu der Tür hinten rechts. Alt hindurch, werft sie hinter euch zu, um euren blutdunstigen Verfolger auszubremsen. Rennt dann nach rechts zurück in den Flur und nutzt euren Zeitvorsprung, um schnell den Schrank aus dem Weg zu räumen und durch den freigelegten Gang geradewegs in den nächsten Lüftungsschacht zu stürmen. Dieser führt euch direkt auf den Weg zu den Toiletten. In der rechten Kabine lassen sich hier einige Dokumente aufsammeln, wie auch immer sie hierher gefunden haben. Und mit ihnen im Gepäck verlasst ihr nun den anliegenden Krankensaal und schwingt euch über den Tresen beherzt in den Raum gegenüber, um endlich den wohlverdienten Augenaufzugsschlüssel zu finden. Ja. Da kommt der Doktor wieder. Ja, da steht er schon. Der alte Psycho. Ja, dann gehen wir einfach hier hinten mal her. Nein, 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 nein. Falsch Richtung Tür zugemacht. Ja, der Spinner, ey, ganz ehrlich. So. Die Türen lieber zu. Ja, da stand er schon wieder. Ja, dann Lüftungsschacht, ja gut. Hier haben wir schon mal nichts. Auf der Toilette. Er stand dann nicht irgendwo nochmal so ein Wagen, wo man drüber springen konnte? Und dann. Das ist die gute Frage. Da ist er. Da ist er doch. Ja. Ja, perfekt. Dann haben wir den jetzt auch gefunden. Und kriechen hier mal entlang. Mit den letzten Tropfen unserer Batterie. Wir laden einfach mal nach hier. So, und da müsstest du jetzt irgendwo ein Dokument finden und auch irgendwo. Ich würde sagen, bevor wir hier runtergehen, beenden wir diese Aufnahme und wir sehen uns in der nächsten Folge. Reingehauen. Reingehauen.